mir meinen Namen in eine Cola-Dose gravieren lassen. Aber da standen auch zu viele an. Und deshalb mache ich das alles morgen. So, willkommen zurück zur ersten Aufnahme. Während der Gamescom zur ersten Aufnahme mit dem neuen Mikro und zur ersten Aufnahme mit dem, keine Ahnung. Ja, heute war ich auf der Gamescom. Heute war Donnerstag. Ich werde das hier jetzt am Freitag hochladen. Also sagen wir für Freitag, weil ich dann nämlich keine Zeit haben werde. Ist jetzt alles ziemlich hektisch. Ich bin dann von 7 Uhr wieder auf der Gamescom bis von 7 bis 7 quasi. Um 7 fahre ich los. Hab dann meine Schicht bei den Spieltestern, also beim Jugendforum, von mittags an. Geh nach der Gamescom auf den Geburtstag. Von dem Geburtstag nach Hause, dann hole ich meinen PC auf eine LAN. Und von der LAN aus fahre ich zurück auf die Gamescom. Das wird krass anstrengend, denke ich mal. Will ich mehr trinken? Was ist eigentlich passiert? Wo sind wir hier? Oh Gott. Ja, egal. So. Ja, die Gamescom. Erster Tag vorbei. Und ich habe noch kein einziges Spiel angespielt. Ich habe bei einem Turnier mitgemacht, bei dem Mario Kart Turnier in unserem Stand sogar gewonnen habe. Ich habe mir jetzt SW Tor gekauft. Das habe ich, glaube ich, Premium für einen Monat. Weiß ich aber gar nicht. Ja, ich spiele SW Tor. Edit mich mal. Ich habe ungespielt getroffen bei dem Rocket Stand 38. Hat da so eine kleine Show gemacht. Also die Rocket Leute, auch wenn man gar nichts verstanden hat, finde ich. Aber vielleicht stand ich auch falsch. Da habe ich so einen Typen getroffen, der konnte zwar kein Deutsch, aber der hat mich trotzdem verstanden, ja. Ich meine so, Alter wirft das zurück, weil der hat so ein T-Shirt gefangen, wow. Der hat so ein Rocket-T-Shirt gefangen. Ich habe schon so viele davon, ich hätte das sofort zurückgeworfen. Was meine ich denn so zu dem, Alter wirft das zurück? Und der meinte, ja, ich spreche kein Deutsch. Halt auf Englisch. Und da meinte ich so, ja, ihr könnt ja. Ist ja egal. Dann meinte ich so, dass er es zurückwerfen soll, weil das verwitzig wäre und so. Und da hat er es eiskalt gemacht. Ja, cooler Typ. Keine Ahnung, wie der heißt. Jedenfalls. Props to dem Halbinder. Ja, sah ein bisschen so aus wie ein Halbinder. Wo sind wir denn hier? Was haben wir jetzt vor? Ach, ich hab das voll vergessen, Alter. Da kommen wir doch gerade her. Wir wollten jetzt bestimmt in die Katakomben gehen oder sowas. Oder in die Ruinen. Ich könnte mal alles Let's Play angucken, aber dafür habe ich jetzt auch keine Zeit mehr. So. Wir gehen einfach mal. Alter, was habe ich denn noch erlebt heute? Ich bin super viel rumgelaufen. Ich bin auch super fertig jetzt. Wollte Lasertag spielen, da standen aber zu viele an. Wollte ich DayZ spielen, die Standalone, da standen aber auch so viele an. Und dann wollte ich mir meinen Namen in eine Cola-Dose gravieren lassen, aber da standen auch so viele an. Und deshalb mache ich das alles morgen. Also wirklich gespielt habe ich jetzt nur Mario Kart. Genau wie letztes Jahr. Und jetzt schon das zweite Turnier in Folge gewonnen. Ich hätte auch sogar vielleicht noch ein drittes gewonnen, aber da kam halt ungespielt zur Rocket-Bühne. Und da wollte ich dann nicht sein. Was habe ich noch erlebt? Ich habe Antonio Cesaro getroffen, das war ziemlich cool. Kumpel hat ihn sogar zweimal getroffen, eine Frage gestellt. Falls ihr ihn nicht kennt, dann ist es auch egal, wer das ist. Ansonsten googelt es, falls es euch interessiert. Ja, das war bisher meine Gamescom. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, man hört den Zahn aus dem Lautsprecher, aus dem Mini-Kopfhörer nicht. Weil das dann vielleicht irgendwie nervt. Ja, neues Mikro, wisst ihr, neues T-Shirt, wisst ihr auch. Ich habe noch irgendwas erlebt.
Ah, ein Busch. Los, Busch. Ich habe einen Freund wieder getroffen, den ich richtig lange nicht gesehen habe. Und der hatte zufällig den Stand, also seinen Stand, neben meinem Stand. Obwohl ich ihn wusste, dass er einen Stand hat. Er war bei den, bei Jugendreaktionen. Er weiß, Bings ist. Das gehört irgendwie aus dem Jugendforum. Das war ganz cool. Ich habe voll viele Freunde mitgenommen, da getroffen. Wie auch immer. Ich weiß nicht, für mich ist die Gamescom mehr so ein soziales Event als so. Als nur das Videospiele anstehen und so. Das nervt halt voll. Ja, dann war ich noch. Wo war ich denn noch? Wir gehen jetzt nach. Ja, will ich gar nicht hin. Wir gehen da. Ich war noch bei. Daisy, habe ich gesagt. Bei. Wo habe ich denn noch angestanden? Ich habe eigentlich gar nicht angestanden. Rumgelaufen bin ich eigentlich auch nur mit Freunden. Wie auch immer. Ich finde es jedenfalls schade, dass GTA nicht da war. Ich muss meine. Ups. Ja. Meine Meinung zu GTA nochmal korrigieren. Ich muss nämlich zugeben, dass ich bis vor kurzem absolut keine Meinung zu GTA hatte. Und dass ich irgendwas über GTA gesagt habe. Mittlerweile freue ich mich wirklich auf GTA, das werde ich auch mit ein paar Kumpels jetzt playen. Mein erstes GTA, ja, ich weiß, keine Kindheit. Dann werde ich, also mit so 4-5 Leuten, wird richtig cool. Ja, guckt es euch an. Oder guckt es euch nicht an und. Keine Ahnung, Dingens. Ja, das sag ich öfter. Liegt euch daran, dass ich Dingens. Ah, was hab ich noch. Was ist das denn? Ach, Saphir. Wo bin ich hier eigentlich? Mitten in so einem komischen Berg. Ah, das ist bei Minecraft irgendwie cooler. Kann man nicht vergleichen. Nee, man kann das nicht vergleichen. Kann ich gesagt. Doch, hab ich sogar gesagt. Aber ich hab schon lange zurückgenommen, also das ist cool. Ich bin sogar in dem Ungespielt-Video, also guckt mal rein. Nee, ich werde es einfach hier ungespielt machen. Ich werde es euch noch zeigen. Ich hab bestimmt nichts dagegen, wenn ich den kleinen Ausschnitt verwende und ich zeige. Das sind nur Sekunden. Wow. Was ist eigentlich los? Warum haben die einen blauen Namen? Warum sind sie so stark? Warum sind sie ganz? Ja, klar, Zauberstelle. Haben Oma zum Mal dabei. Mal schauen. Kann uns hier die. Oder? Hatten wir nicht gerade erst neue Tränke geholt? Aber die haben wir dann auch schon verballert für. Wisst ihr doch eigentlich? Ich kann mich voll nicht daran erinnern, dass wir die ganzen Tränke schon verbraucht haben. Aber wir haben die ganzen Glasflaschen. Ach, das war wegen den Themen, weil ich erst eine Themenliste hatte. Und ja. Ja. Das machen wir. Genau. Wir gehen einfach ins nächste Questgebiet. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wo sind wir gerade? Kann von hier. Er kann bestimmt von hier. Ich gehe jetzt nur noch zurück. Nee, das war lieber. Also Daisy stelle ich mich morgen vielleicht an. Ganz früh, als erstes. Ah, und auf der Gamescom, da gab es auch diese coolen Ramos-Mützen. Hier der League of Legends Champion, Ramos. Die sind da alle mit rumgelaufen. Ich glaube, ich kaufe mir auch so eine. Ja, ich spiele Ramos nicht mal, das ist voll die Geldverschwendung. Und ich bin sogar pleite, ich bin sogar in Schulden. Ah. Ich bin in Schulden. Stärker geworden. Bitches. Ich habe auch Alexi Bexi gesehen. Aber ich habe von dem gehört. Als er, ich habe es nicht selber gehört. Ein Kumpel von mir das gehört.
dass der letztes Jahr seine Crewmitglieder beleidigt hat. Also den, der war irgendwie voll unfreundlich zu denen und meinte irgendwie, dass sie sich beeilen sollen oder irgendwie sowas. Und seitdem mag ich ihn nicht mehr wirklich. Ah, ist mehr. Ich kannte ihn nicht wirklich. Mag ich ihn nicht wirklich. Weshalb ich auch nicht nach einem Foto gefragt habe oder sowas. Ja, unser Stand besteht aus so einem Smartboard, wo wir dann die Turniere veranstalten. Also falls ihr Bock habt, vorbeizukommen, falls ihr das hier hört und nicht gerade Tin seid, der jetzt sowieso vorbeikommen wird, weil er wieder hinfährt. Ups. Könnt ihr es gerne machen. Wir haben da das Smartboard, wie gesagt. Und so eine Retro-Ausstellung. Ganz viele alte Konsolen hier. Super Nintendo und die Xbox, die Originale. Auch die Super Nintendo. Ich kenne mich leider nicht aus mit alten Konsolen, deshalb haben wir die Super Nintendo. Ja. Die wir durchgehend bewachen. Wir haben da locker durchgehend zwei Leute, die auf diese Konsolen aufpassen. Damit einfach drauf hingehen könnte und sich die Spiele nehmen könnte. Ja, das ist keine Aufforderung. Habt ihr ins Hauspark-Film geguckt? Ja, war witzig. Ja, wäre auch ziemlich dumm. Ich hab die Liste gerade nicht zur Hand. Schauen, ob die hier irgendwo... So, das müsste die Liste sein. Okay, was sagt denn die Liste? Die Liste sagt, dass ich nicht zu weit von dem Mikro weggehen sollte. Moment. Da ist der Strich. Über uns selbst auch ein bisschen was erzählen. Ja, das habe ich so gerade eigentlich. Ich kann aber weiterspielen. Das ist ja ein Let's Play, wenn ich das erzähle und spiele danach. Ich werde dann wieder ein Commentary oder was vergleichbar aus. Ah, das ist das Ding hier. Wie wird die Welt in 50 Jahren vielleicht aussehen? Ah, das ist doch gut. Also in 50 Jahren, ich weiß nicht genau, wie man die Frage jetzt verstehen soll. Entweder so allgemein oder... Ja, also wir werden mehr Menschen haben. Das ist ja irgendwie klar. Weniger Nazis, die irgendwie damals noch mitgemacht haben. Ja, das wiederhole ich jetzt. Das ist aber auch gut. Was sollen wir noch haben? Oh Gott, Gold werden wir haben. Wir werden ziemlich viel Gold haben. Und Eisen. Von dem wir uns dann neue Schwerter craften können. Die werden. Ja. Ich denke mal, die ganze Welt wird irgendwie freundlicher sein. Also lockerer, nicht unbedingt freundlicher. Lockerer. Auch was Erziehung und so angeht. Also mehr demokratisch, weniger autoritär. Und diese ganzen alten Prinzipien verfallen ja irgendwie. Und die Eltern erlauben ihren Kindern immer mehr. Es wird keine guten Fernsehserien mehr geben. Ich habe vor allem ja aufgehört, Fernsehen zu gucken, falls ihr es in der letzten Folge nicht bekommen habt. Oder vorher ist gefolgt, weiß ich nicht mehr genau. Was? Ich weiß schon lange keine guten Folgen mehr gibt. Ach, da fällt mir ein. Ich habe heute mit Freund auch noch Digimon gesungen beim Karaoke. Also lebt ein Traum. Die ganzen guten alten Zeiten. Das sollte ergänzen.